Hallöchen allerseits und willkommen zu unserer ersten Herbstfolge bei Stardew Valley. Und natürlich schauen wir uns gleich mal den Wetterbericht für den nächsten Tag an. Es wird zwar bewölkt, aber Bewölkung ist ja noch kein Regen. Wird aber ordentlich windig offenbar. Mal sehen, ob das irgendwelche spezielle Folgen haben kann. Also ganz weiß ich auch nicht immer alles. Manches habe ich vielleicht sogar vergessen, weil ich habe ja schon im Herbst gespielt. Sowohl beim Let's Play als auch schon im privaten Rahmen. Aber nicht alles habe ich mir jetzt so akkurat gemerkt. So. Ah, hier müssen wir Abstriche machen. Das Feld kann nicht bestellt werden. So schaut's aus. Ups. Wobei, ich kann ja mittlerweile doch hier... Hier kann ich nicht ausholen. Habe ich hier etwa... Ah ne, das ist... Das Ding habe ich noch in der Basisvariante. Ulkig. Gut, da brauche ich definitiv auch gleich meine Gießkanne, damit das alles richtig gegossen ist. Ja, noch ist das Ganze kein Schönbau, definitiv nicht. Aber es muss ja nicht alles schön aussehen, es muss vor allem funktionieren am Ende. So. Nee, das will ich so nicht. So. So, da will ich auch noch... Was mache ich denn hier schon wieder? Das ist ja Schmu, ist das. Oh, und wenn ich schon dabei bin, kann ich mal hier ein bisschen Ratzeputz machen. Ja, so schaut's aus. Dann habe ich auch so ziemlich alle Felder gleich gemacht, die ich machen möchte. Nur hier, da kann gerne nochmal ein wenig so das Ganze. Ja, jetzt sieht das Ganze so aus, wie ich es mir vorstelle. Dann vielleicht hier das Ding irgendwo hin. Dann dürfte eigentlich nichts falsch laufen. Eigentlich. Wieder das böse, böse Wort. Und ich habe einen Sprinkler zu wenig. Wobei das ja nicht das einzige hier sein wird. Ah, und Robin baut schon fleißig. Das ist wunderschön. So will ich das auch haben. Wobei ich auch noch andernweitig hier... Wo baue ich das denn am ehesten hin, was ich vorhabe zu bauen? Ja, wenn ihr jetzt wüsstet, was ich vorhabe zu bauen. Das wüsstet ihr wohl gerne. Na gut, ich bin mal nicht so, ich verrat's euch gleich. Wobei, solange wir noch keine Mühle haben, kann ich das auch hier machen. Ja, hier wollte ich zwar eigentlich meine Mühle hinpacken, aber wieso nicht erstmal andere Dinge? Dann machen wir es hier oben. Nee, das will ich doch lieber machen. Und zwar kommt hier, oh Wunder! 1, 2, 3, 4, 5 und... 1, 2, 3, 4, 5. Klingt komisch, ist auch so. Uff da. Erstmal gehen wir aber einkaufen.
Ich habe mir nämlich schon mal eine schöne Liste quasi offscreen zusammengestellt, was ich mir eigentlich holen möchte. Ein bisschen gewinnorientiert zugegeben ist es schon wieder. Kann man nicht verhindern. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich liebe Tiere, Mr. Bade. Wenn sie ihre gut behandeln, bin ich mir sicher, ihr werdet gute Freunde werden. Das ist doch schön. Das wollte ich wissen. Nee. Hallo Pierre, genau. Zu dir wollte ich nämlich auch. Und zwar für Pumpkin, wie viel wollte ich davon? So, ich kaufe die jetzt einzeln, weil ich nicht genau weiß, wie ich sonst anstellen soll. Davon 24 erstmal. Ich könnte natürlich auch schon im Voraus kaufen, aber das sehe ich gleich. Eggplants, da wollte ich 8 offenbar haben. Okay. So. Cranberry Seeds, da wären es ein paar mehr. Und die muss ich definitiv auch nur einmal holen. Ja, ich sag ja, es wird ein bisschen mehr. 47, weil wir da den einen abgebrochenen haben. Dann wollte ich 8 Yams haben. Gott, ist das teuer. Genau, da wollte ich nochmal gucken. Wo sind die Grapes? Grapes Starter. Genau, da haben wir die. Auch 9. Und dann als Bonus haben wir hier noch 10 davon. Und schon sind wir geldlos. Das war teurer als gedacht. Naja, ich hab's ja. So gerade eben. Aber ich hab's. So, aber ich darf jetzt keinen Fehler machen. Ich darf das Ganze noch nicht voreilig pflanzen, denn ich muss natürlich erstmal den Dünger auswerfen, bevor ich hier überhaupt irgendetwas anpflanzen darf. Außer das, was eh schon wächst. Der Mais, der wächst ja über 2 Jahreszeiten. Der hat ja noch den Dünger von damals. Aber hier muss ich zum Beispiel mal Saps nehmen und Basic Fertilizer. Und dann wird wieder kräftig. Kann ich hier irgendwie noch... Nee, das war die falsche Taste. Das ist auch nicht so richtig. Nee. Gut, gibt's hier offenbar... Es gibt viele Tasten, mit denen ich welche herstellen kann, aber ich habe keine Ahnung, wie ich davon ganz, ganz viele zugleich herstelle. Deswegen mache ich einfach, was ich am besten kann, einzeln drücken. Das ist noch mit Kontrolle etwas unpraktisch, zumindest solange ich nicht herausgefunden habe, wie es besser geht. Ich glaube, 150 sollten reichen. So um und bei. So, dann gehe ich einmal kurz rum und hoffe, dass ich überall was hinpacken tue und nichts auslasse. Kann ja schnell mal passieren. So. Erstmal die Außenlinie wieder. Dann die einzelnen. Na gut, wenn ich mal so ein einzelnes Feld vergesse, ist ja auch nicht schlimm. Das fällt dann ja auch nicht wirklich ins Gewicht. Ja, das wird auf jeden Fall ausreichen. Ich weiß noch nicht, ob ich das auch für die Blumen machen soll oder ob ich da mal 5 Grad sein lasse. Aber ich glaube, ich mache es auch für die Blumen. So, und wenn es doch nicht ausreichen sollte, kann ich ja jederzeit neue nachmachen. Ich habe hier noch ein paar Saps habe ich hier rumliegen. So auf Tasche.
Ah, das reicht schon alles. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Ah, da werde ich aber diesen Tag nicht mehr viel anderes schaffen. Das sehe ich irgendwie schon kommen. So, und wenn ich schon hier bin, kann ich ja eigentlich damit anfangen. So, jetzt werden Blümchen gepflanzt. Yay! Fehlen nur noch die Bienchen zu den Blümchen. Haha, aber die kommen irgendwann noch. Das ist ja eigentlich der Ziel hinter dem Ganzen. Und ich kann endlich mal den Fünfer einsetzen. Hä? Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber okay. Die Funktionsweise dessen. Ich musste die Reihe darunter irgendwie bewässern. Keine Ahnung. Upsala. Ups. Okay, das wird ein bisschen Kraut und Rüben, das Gießen hier. Das sehe ich jetzt schon. So, ich mache die erstmal nass und dann pflanze ich. Klingt merkwürdig, ist es auch. Nee, so, jetzt mache ich das wieder mal etwas geregelter. So, mache ich einfach, als wenn ich normal gießen würde. Da müssen die Beete jetzt durch. Okay, den kann ich mal so einzeln machen. So, aber ab morgen ist das ja nicht mehr nötig. Da ist ja mit den Sprinklern richtig gut dafür gesorgt. Da muss ich wirklich nur noch minimalsten Aufwand betreiben. Wow, wow, wow. Ein Glück, ich habe was zu futtern dabei. Ich sollte irgendwann mal mit dem Kochen mich beschäftigen. Aber das will ich eigentlich erst, wenn ich eine ordentliche Küche habe. Vorher macht das nicht viel Sinn. So. Aber der kommt hier auch noch. So. Dann muss ich mich nur entscheiden, wo ich was hinpflanze. So. Oh, da es da oben eine scheiß Ecke ist, möchte ich den einmal umbauen. Dass ich den Freund hier oben habe. Da ist er mir irgendwie lieber. Und ich habe auch schon eine Idee, wie ich das hier alles platziere. Ups. Ich glaube, ich habe mich da kurz verrechnet. Warte mal, ich muss mal kurz selbst etwas nachrechnen. Ja, ich glaube, ich habe mich mal solide verrechnet. Da mache ich dann erstmal die anderen Sachen. Angefangen mit den Cranberries. Kann ich alles mal erstmal reinpacken. Mache ich einfach mal. Und dann mache ich die Kürbisse. Ich glaube, ich habe mir da zu viel geholt. Da ist ja schon Abend jetzt wieder. Wie kommt denn das? Ich habe doch kaum was getan heute. Achso, ist schon alles versorgt. Gut. Und das haben wir dann schon mal versorgt und genau, dann kommt als nächstes einfach mal
Machen wir mal diese Dinge hin. Ich hoffe, hier stören sie am wenigsten. So. Genau so, das sieht jetzt aus wie eine ganze Latte voll Totems. Aber so ist es halt. Oder nee, ich habe doch richtig gerechnet. Das passt mit dem Kürbissen. Ich hatte irgendwie, glaube ich, nur so einen kleinen Brain AFK gehabt. Ja, da haben wir es noch nicht gehabt. Das ist jetzt schwer in der Dunkelheit richtig zu zielen. Ah, das sehe ich zumindest so ein bisschen. Das ist angenehm, dass ich die Saat sehen kann, trotz aller Dunkelheit. Ich hoffe, ihr könnt das genauso sehen. Ich weiß nicht, wie hell, dunkel, wie auch immer das Video am Ende wird. Und dann habe ich tatsächlich alles noch irgendwie angepflanzt bekommen. Ole, ole, ole. Ole, 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 ole. Iron Fence. Nee, das will ich jetzt noch nicht unbedingt machen. Aber eine schöne Steinmauer, die kann ich auf jeden Fall. Machen wir erstmal 50 Stück davon und so viele werde ich sicherlich eh nicht gebrauchen. Und ein Gate. Und dann geht's los. So. Oh, da haben wir irgendwas Massiveres. Ha, damit sollte ich das wegmachen. Das ist eklig zu platzieren. Moment. So, da kann man auch denn noch ein Gate irgendwie hinpacken. So, ich weiß nicht, ob die Viecher ertrinken können, wenn wir da kein Mäuerchen bauen. Kann natürlich passieren, denke ich. Deswegen bauen wir einfach mal. Ach Gottchen, ist das hier eine Qual zu platzieren? Oh Scheiße, die Zeit verrinnt. So. Gut, dann wollen wir doch mal flott ins Bett gehen, bevor es drängt. Und wir gehen schlafen, ohne was in den Korb gepackt zu haben. Das könnte gleich eine sehr schnelle Verabschiedung geben, wenn wir nicht auf irgendeinen Bildschirm kommen. Deswegen, ich sag einfach mal jetzt schon mal ciao und wir sehen uns bei der nächsten Daddelzeit hier mit Stardew Valley. Tschuhu!